Max und Moritz. Eine Bubengeschichte in 7 Streichen von Wilhelm Busch. Letzter Streich. Max und Moritz, wehe euch! Jetzt kommt euer letzter Streich. Wozu müssen auch die beiden Löcher in die Säcke schneiden? Seht, da trägt der Bauer Mecke einen seiner Maltersäcke. Aber kaum, dass er von hinnen, fängt das Korn schon an zu rinnen, und verwundert steht und spricht er: Zapperment, das Ding wird lechter. Hei, da sieht er voller Freude Max und Moritz im Getreide. Raps, in seinen großen Sack schaufelt er das Lumpenpack. Max und Moritz wird es schwüle, denn nun geht es nach der Mühle. Meister Müller, he heran, mal er das so schneller kann. Hör damit! Und in den Trichter schüttelt er die böse Wichter. Ricke, racke, ricke, racke, geht die Mühle mit Geknacke. Hier kann man sie noch erblicken, fein geschroten und in Stücken. Doch sogleich verzehret sie Meister Müllers Federvieh.